It's me, Solenkario. Schön, dass ihr dabei seid hier bei meinem Let's Play zu Splatoon Online. Wir haben heute den 8.6.2016. Das bedeutet, es gibt ein neues Update. Und Limone wünscht uns ein tentakuläres Hallo. Neues Update. Hier kommt das neueste Update. Was gibt's Neues? Es gibt was Neues zum Thema Waffen. Oh, Dispersa Nummer 7, NZEP 83. Fernblaster Inferno. S3 Tinte mehrfach Kirsche. Kuckuckuck. Klecksroller. Kleckskonzentrator Natura. Und den Zielkonzentrator Natura. Und Splatling Ultra Bass. 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 Wir brauchen Splatling Bass. Echt super. Ich brauche dringend eine neue. Da müssen wir wohl mal Arti fragen. Neue Ausrüstung wurde auch hinzugefügt. What the hell? Na toll. Ich bin pleite. Das ist natürlich ein bisschen mau. Zur Verbesserung deines Spielerlebnisses wurde Splatoon optimiert. Weitere Infos findest du auf der offiziellen Webseite. Da hat sich doch glatt was am Spiel geändert. Genaueres findet ihr auf der Splatoon-Webseite. Doch nun kommen wir zu den Arena-Neuigkeiten. Momentan spielen wir Arowana Center und den Halbothafen. Und darauf werden wir uns auch jetzt gleich vergnügen. Heute gibt es nämlich wieder den Standardkampf, den Revierkampf. Und ihr seid sicherlich alle richtig, richtig gespannt darauf, was es Neues gibt, oder? Ich zumindest auch. Also, Arti, zeig mal her, was hast du so Neues? Ich habe die Patchlogs hier auch von offen. Die könnt ihr natürlich, wenn ihr möchtet, alle unten in der Videobeschreibung finden. Ich habe euch das Ganze dort mal verlinkt. Hallo, hallo, welche Waffe darf es heute sein? Du hast schon den einen oder anderen Kampf hinter dich gebracht. Cool, da habe ich doch glatt was Neues für dich. Oh je, und jetzt geht's los, oder? Ja, ja. NZEP 83, ja, ist in Ordnung. Ja, auch den Fernblaster Inferno, das haben wir doch gerade alle schon gesehen. Warum zum Teufel sagst du uns das alles nochmal? Hm? Aber ich habe eigentlich gar nicht so viel zu tun. Also gibt es das. Ah ja, und den Kuckuckuckuck-Klecksroller. Und übrigens, wenn du möchtest, habe ich auch den Klecks-Konzentrator Natura. Und dann habe ich auch noch den Zielkonzentrator Natura. Das war gerade ein Fehler, oder? Oder stand da auch Zielkonzentrator? Als Ayuli und Imono uns das vorgelesen haben oder uns präsentiert haben. Habe ich den Kleckser noch gar nicht? Gut, gucken wir uns doch mal die Waffen an. Ganz einfach, dazu gehen wir erstmal einen halben Kilometer nach rechts. Oder auch einen ganzen. Anderthalb. Da haben wir sie. Und zwar fangen wir mal an mit dem Dispersa Nummer 7, Klecksbombe und Tenzuka. Richtig geiles Set. Richtig, richtig geil. Klecksbombe und Tenzuka haben wir ja auch beim Wasabi-Kleckser. Richtig gut. Und der Dispersa ist natürlich nochmal ein etwas anderer Holzschlag. Der hat nämlich eine andere Feuerrate und eine wahnsinnige hohe Feuerkraft. Dafür ist die Reichweite ja schwach. Den NZEP 83 mit Detektor und Tintentitan. Nö, finde ich nicht gut. Fernblaster Inferno, Insta-Bombe und Holboje. Tintenwerfer, Kirsche. Wo ist ein Erdbeer? Hm. Tintenwall und Kugelsche. Die haben es ein bisschen mit Früchten. Wir haben doch schon irgendwie diesen Profi-Kleckser Himbeere, ne? Oder wie hieß der nochmal? Koko, Koro, Koro-Klecksroller. Tintenwall und Tintzuka. Natura, der Kleckskonzentrator. Tintenwall und Echolokator. Zielkonzentrator, Tintenwall und Echolokator. Unterscheiden sich kaum. Der hat eine niedrigere Beweglichkeit, dafür eine höhere Reichweite. Gut, ich würde jetzt den da nehmen, damit ich ein bisschen schneller bin. Aber das kann man, denke ich, auch mal wieder mit der richtigen Ausrüstung komprimieren. Oder nicht komprimieren, sondern kompensieren. Genau. Splatling Ultra Boss. Sprinkler und Holboje. Gut, wir fangen heute an mit, wo haben wir sie? NZEP 83. Ja, nehmen wir NZEP 83. Ich mag den NZEP. Detektor und Tintentitan. Kaufen das Ganze mal und legen das auch gleich an. So, und dann gucken wir mal kurz, ob es eventuell auch direkt neue Ausrüstung gibt. Hm. Mal gucken. Weil unser Outfit ist ja nicht ganz so modisch. Könnte man sagen mit meinem ollen Hut. Aber es ist halt funktional, nicht wahr? Irgendwie schon ein bisschen. Gut, gucken wir mal weiter. Oh, bienvenue. Hier gibt es nichts Neues. Nee, schade. Das ist halt immer leider zufallsbedingt. Oder ich glaube, wenn man das Spiel aber neu startet, dann wird das auch neu gewürfelt. Bin mir gar nicht 100% sicher. Wenn ihr mehr dazu wisst, ab in die Comments damit. Ab in die Kommentare. Auch hier gibt es nichts Neues. Sinnbesuch ist uns wichtig. Ja, und warum? Ja, warum? Ja. Ihr kriegt ja mein Gold. Mein Geld. Mein Cash. Mein Bares. Meine Münzen. Gut. Die beiden haben wir. Gibt es dann eventuell eine Schuhe für uns? Auch nicht. Die sehen ja cool aus. So Winterstiefel? Nee, wir haben momentan 30 Grad draußen. Ich glaube, da brauchen wir keine Winterstiefel. Gut, dann würde ich sagen, ihr wollt die Details zum Update? Die werde ich euch gleich im ersten Kampf präsentieren, meine Freunde. Bis gleich.
Der Kampf beginnt. Ja, endlich mal. Ich durfte jetzt irgendwie 3-4 Mal suchen, weil jedes Mal kam dann die Fehlermeldung. Momentan ist keine Verbindung zu Ihrem Spielpartner möglich, weil die Verbindung bricht immer ab. Ja, super. Revierkampf. Färbe möglichst viel ein hier im Arowana Center. So, kommen wir mal zu den Updates. Wie gesagt, ich präsentiere euch nur ein bisschen das Ganze, ein bisschen oberflächlich, ein bisschen. Er Squid Dance sich an ab. Er freut sich auch. Yeah, neues Update. Saugeil, meine Freunde. Wuhu. Zu mir. Nein, du bist sowieso... Du bist nicht cool. Nein. Ihr könnt die Details zu den ganzen Updates unten in der Videobeschreibung nachlesen. Ich habe das jetzt nicht geschrieben, sondern ich habe euch das Ganze auf der... Achso, ich habe den Detektor. Oh, daran muss ich mich aber jetzt gewöhnen. Verlinkt. Ist ein Google-Link, damit das Ganze ein bisschen hübscher und kürzer ist. Aber nun kommen wir mal zu den eigentlichen Updates. Und zwar habt ihr gerade schon gesehen, insgesamt wurden 9 neue Waffen hinzugefügt. Die wir ja gerade alle uns bei Arti aussuchen durften. Ich glaube nicht alle, einige. Ich glaube, da muss man auch für Level 50 sein oder so, weil es waren jetzt, glaube ich, nur 6 oder 7, oder? Ja, ich dachte, ich krieg den noch mit. Verdammt, Mann auch mal. Manometer. Ich dachte, ich krieg den noch mit. Aber Skill, auch meine Freunde, wisst ihr ja, wird bei mir sowieso überbewertet. Dann gibt es 2 neue Ausrüstungsarten. Ich weiß nicht, ob die sich nur vom Design vielleicht ein bisschen unterscheiden oder ob da auch ein wenig an den Stats gepasst, gewackelt worden ist. Wackelt, passt, wackelt und halt Luft. Mehr dazu könnt ihr mir gerne natürlich in den Kommentaren schreiben. Dann wurde an den Arenen mal wieder ein wenig rumgebastelt. Ja, Arowana Center hat unter anderem... Verdammt, da hätte ich einen schönen Triple Kill machen können. Ja, Skill... Tut mir leid, gerade ein Video ein bisschen mau. Und zwar zum Beispiel wurde mal wieder der Spieler wieder daran gehindert, diverse Abkürzungen in allen Modi zu nehmen. Da habe ich irgendwie gerade ein leichtes Déjà-vu, weil das gleiche ist, glaube ich, schon mal passiert. Zumindest beim letzten Update, wenn ich mich nicht irre. Dann beim Blauflossendepot out, dass Spieler bei Operation Goldfisch ein bestimmtes Objekt eindringen konnten. Ja, dass man sich da vielleicht irgendwie reinglitschen konnte. Und. Mehr dazu findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ich habe im letzten Rangkampf-Part. Habe ich richtig krass geskillt, oder? Da war ich richtig gut. Und jetzt bin ich schon wieder so eine richtige Heulbuje bin ich. Ja, vom Allerfeinsten. Meine Güte. So, und dann gab es wohl irgendwie Bug mit einem Tintenwall. Dass, wenn man das irgendwie berührt hat, dass man dann höher springen konnte. Ich weiß nicht, ob man dann so quer über die Map geflogen ist. Keine Ahnung. Kann sein. Ich weiß es nicht. Du denkst auch, du bist ja ein Meister, oder? Wow. Ey, das kann nicht wahr sein. Gleich wird es peinlich. Ja, aber ich könnte den Kampf natürlich rausschneiden, weil ich hier so schlecht spiele, wie das diverse andere Let's Player machen. Aber, nö. Das gehört dazu. Spiele ich gerade mal schlecht? Nur, dann spiele ich halt gerade mal schlecht. Ist dann halt mal so. Ihr kennt solche Tage sicherlich auch. Klar, es ist jetzt für einen Let's Player immer manchmal ein bisschen blöder, wenn man sich so, ja, im Let's Play gerade so wahnsinnig mau anstellt. Aber das gehört nun mal auch dazu. Gut, weitere Details. Ich wundere mich auch, die Waffen wurden geändert. Ja, einige Waffen wurden wieder genervt, also abgeschwächt. Andere Waffen hingegen wurden wieder verstärkt. Doch dazu kommen wir dann gleich im nächsten Kampf. Ja, 28,6 zu 52,6. Ich denke mal, meine KD wollen wir uns gar nicht anschauen, aber wir machen es trotzdem mal. Ja. Oh Gott, 7 zu 6? Es geht sogar. Unten da 2 zu 6. Also... Guck mal, das ist Stufe 5er hier, auch stark dabei. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Kampf wieder, meine Freunde. Bis gleich. Der Kampf beginnt. Zum Beispiel wurde nämlich der Luna Blaster verstärkt. Ja, und zwar Reduzierung der Spezialanzeige von Medium 60% zu Niedrig, 40% geändert. Ich denke mal, wenn man mit dem Luna Blaster ausgerüstet ist und dann seine Spezialanzeige schon relativ weit aufgeladen hat und man dann aber gesplattet wird, wird das jetzt nicht mehr zu 60% reduziert, sondern nur zu 40%. So, und dann gibt es noch diverse andere Waffen, wie zum Beispiel Sagitron Clack Splatling. Wurde ein bisschen abgeschwächt, da wurde nämlich die Spezialanzeige... Da verliert man jetzt mehr statt 60, nämlich 75%. Den haben wir sogar. Und. Ich denke mal, ihr wollt nicht unbedingt alle Einzelheiten dazu jetzt hören. 1, 2 werde ich euch gleich noch präsentieren, sobald ich gleich mal gesplattet werde, weil ich dann wieder ganz unprofessionell mal eben scrollen muss. Und ich will eigentlich mal, jawohl, mein Tintentitan aufladen. Gut, haben wir den. Wir warten mal hier ab. Ja, wo ist er denn? Wo sind sie denn hier? Ich hab Angst, dass sie jetzt gleich hier um die Ecke kommen.
Gut, den haben wir. Gut, den haben wir auch. Den haben wir auch. Sehr schön. Schön, 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 schön. Oh nein, 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 nein. Schön. Nein, verdammt. Hat mich der Rotter nochmal mitgenommen. Ah. Gut, dann wurde ein bisschen an den Quastos wurde rumgenervt. Ja, da wurden die wohl auch ein bisschen abgeschwächt. Beziehungsweise, nein, sogar verstärkt. Bei wiederholten Schwingangriffen verteilt sich die Tinte nur noch dort, wo der Spieler steht. War wohl vorher anscheinend nicht so. Da konnte man wohl umherpinseln. Aber wie gesagt, meine Freunde, Details dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr wissen wollt, ob eure Mainwaffe eventuell sogar auch ein bisschen verstärkt worden ist. Ja, es gibt nämlich auch ein Update für Airbrush MG und Airbrush RG. Ich denke mal, damit spielen ja auch viele von euch. Update oder ob es geschwächt worden ist, findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, kommen wir mal zu meinem persönlichen Feedback vom Update. Das wollen die vielleicht die einen oder anderen auch mal hören. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ja, ich meine, das Spiel ist jetzt über ein Jahr draußen. Wir haben am 30.05. haben wir einjähriges Jubiläum gefeiert. Wow. Nein! Ach du, holy Hackfly. Ach, oh, da habe ich noch mitgenommen. Und dass das Spiel jetzt wirklich noch mit Updates versorgt wird, ist grandios. Das spricht einfach für Nintendo. Klar, jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber auf Konkurrenzkonsolen gibt es auch immer wieder Updates. Siehe, GTA 5. Da lese ich auch immer irgendwie was von Update hier, Update da. Wo ist er denn hin? Gut. Ja, komm. Ja, schön, haben wir den auch. Sehr gut. Aber ich muss sagen, die ganzen Updates, die es hier gibt, die ganzen neuen Waffen und so weiter, ist kein DLC, was leider immer bei anderen, ich sag mal, Firmen oder Konkurrenzfirmen der Fall ist. Sondern hier kriegen wir wirklich die ganzen Waffen, 9 Stück an der Zahl. Das müsst ihr euch mal überlegen. Insgesamt gibt es jetzt schon, was weiß ich, wie viele Waffen gibt es inzwischen? 80.000 gefühlt. Die sind alle kostenlos. Die kosten uns nichts. Das Spiel wird weiter optimiert. Man lässt das Spiel nicht einfach nur links liegen, sondern... Ach, shit. Ah, ich dachte, die kriegt ihr noch mit. Sondern das Spiel wird wirklich weiterhin mit kostenlosen Content am Leben gehalten. Und das ist einfach Wahnsinn. Vielleicht gibt es auch nochmal vielleicht ein Update. Oder meinetwegen auch einen kostenlosen DLC oder sowas in der Art. Macht eigentlich keinen Sinn, eher ein Update, ne? Wo neue Maps hinzugefügt werden. Ja, ganz genau. Das wäre ein Traum. Was ich hingegen nicht so gut finde, wo ich wirklich wieder mal Kritik ausüben muss einfach, hört ihr gleich im nächsten Kampf, meine Freunde. Bis gleich. Der Kampf beginnt. Was ich alles andere... Und, halt, stopp. Hallo, Faura, grüß dich. Bist du mir einfach nachgejoint, ne? Ja, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Wenn ihr seht, dass ich online sein sollte, ich habe mal die Anfrage bekommen, Silencario, wie stellen wir denn fest, ob du Splatoon spielst? Ja, ganz einfach. Guckt in eine Freundesliste, wenn ich da online bin und spiele Splatoon, ihr könnt einfach nachjoinen. Wenn ich das nicht wollen würde, könnte ich das Ganze ja auch ausstellen, dass man sieht, dass ich irgendwie online bin und so weiter. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob man dann trotzdem in-game vielleicht sieht, dass ich gerade online bin. Ist aber auch egal, ich stelle es nicht aus. Ich freue mich ja immer, wenn ihr wieder mittendrin seid, statt nur dabei. Solltet ihr also sehen, oh, das spielt gerade Splatoon. Dann will ich splatten, einfach nachjoinen. Ich freue mich in Schnitzel. So, kommen wir mal zu dem jetzt aber final endlich, was ich alles andere als geil finde. Ist nun mal leider die Tatsache, dass wir immer nur noch die Wahl haben zwischen zwei Maps. Komm her, komm her, komm her. Gut, haben wir den. Das finde ich immer einfach nur mau, ja. Wir können uns immer nur zwei Maps noch nicht mal aussuchen. Uns werden zwei Maps aufgezwungen. Die sich auch nur alle 4 Stunden ändern. Gut, wenn es jetzt ein, keine Ahnung, ein zu großer Aufwand ist vom Programmieren hier, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ja. Sonst würden sie nicht neue Waffen und so weiter bereitstellen. Aber nehmen wir das einfach mal an. Könnten sie doch wenigstens so einstellen, dass die Maps alle 2 Stunden wechseln, oder? Weil jetzt... Überlegt euch mal, ihr spielt jetzt, ihr habt jetzt einen Tag frei oder so, wollt einfach mal ein bisschen Splatoon daddeln und ihr seid gezwungen, gerade, ihr fangt um meinetwegen, gerade wenn die Map-Rotation vorbei ist, an, um 9 Uhr an, merkt ihr nicht? Ja, shit. Splatoon zu spielen und da müsst ihr 4 Stunden lang die gleiche Map spielen, das ist einfach mau, das kann es einfach nicht sein. Das ist langweilig, das ist öde, das will keiner. Also, Splatoon, Nintendo, ändert das doch einfach bitte um. Wenn ihr schon wieder ein Update raushaut, das fordern doch die Spieler. Ich höre jeden eifrigen Splatoon-Zocker genau das bemängeln. Also einfach mal machen, was die Spieler fordern. Nicht lange drüber nachdenken. Ja, ihr müsst euch da auch darüber im Klaren sein, dass das alles andere als geil ist. Ja, weißt du nicht, dass er einen Detektor am Hals hat? Wundert mich irgendwie.
Gut, haben wir den. Schnell weg hier. Moment, Moment. Gut, den haben wir. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Gut, haben wir den. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr positiv auf das Update eingestimmt. Was? Ich habe hier fast einen Doppelkill. Die waren doch fast beide down. Ja. Jetzt bin ich verwirrt. Ist nichts Neues. Jetzt davon ab, aber... kommt schon, das macht mich sauer, wenn diese Schnitze hier kommt. Mann, 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 Mann. Okay, färben wir einfach mal hier ein und ignorieren die Gegner. Hier ist alles eingefärbt. Wir können die Gegner gar nicht mehr ignorieren. Schade, schade, schade. Schreibt mir euer Feedback zu dem Update gerne in die Kommentare. Freut euch auf die Waffen. Was wird eure neue Lieblingswaffe? Habt ihr vielleicht eine neue Lieblingswaffe? Vermisst ihr eine Waffe? Ich vermisse ja den 5.2-Gallon-Deko vielleicht mal mit Klecksbomben und Inferno. Das wäre ein Traum, der wahr werden würde. Gut, aber der Part endet hier schon wieder. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir vielleicht einen Daumen hoch da lassen würdet. Nein, Quatsch. Gut, mit einer Niederlage müssen wir uns verabschieden. Das ist ein Traum. Ja, ein Albtraum. Okay, mein Name ist Elenkario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde sagen, denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick, meine Freunde. Macht's gut. Ciao.